Meine Damen und Herren, begrüßen Sie unseren nächsten Redner, Michael Inalbon. Er ist Jugendmedienschutzbeauftragter bei Swisscom und hat in dieser Rolle mit unserem Verhalten im Internet zu tun. Er analysiert und kommentiert neue Entwicklungen und Trends, ist sehr aktiv auf Twitter und Facebook und liebt es zu provozieren. Als Vater von zwei Söhnen hat er eine intrinsische Motivation, das Internet zu einem wertvollen Raum zu machen und setzt sich dafür ein, dass wir unsere Vorbehalte vor der digitalen Welt ablegen und das Beste aus dem Netz rausholen. Hören wir nun, was er zu Respekt und dessen Abwesenheit zu sagen hat. Michael Inalbon. Und die Chöre singen für dich. Guten Abend miteinander. Den Namen kennt ihr bereits. Mein Alter kennt ihr noch nicht. Ich bin ein Mit-40er. Und wir Mit-40er und der Begriff Beziehung passt natürlich ausgezeichnet zusammen. Also wir Mit-40er reden immer über Beziehungen. So außereheliche Beziehungen. Oder Beziehungen zu einem Motorrad, zu einem Cabriolet. Für Männer zumindest. Und ich habe das mit meiner Frau angeschaut. Das ist in Ordnung. Wenn ich heute versuche, eine Beziehung mit euch aufzubauen, jetzt weiß ich nicht, ob sie nächste Woche immer noch derselben Meinung ist. Deshalb setze ich jetzt alles auf eine Karte und versuche mit 220 Leuten eine Beziehung aufzubauen. Vielleicht klappt es. Aber da muss ich zuerst mal spüren, ob ihr überhaupt bereit seid, eine Beziehung einzugehen. Machen wir mal ein paar Tests. Weil ich finde, ihr faulen Säcke sitzt da in diesen Stühlen und dann wartet ihr einfach. Ihr wartet, bis etwas passiert. Hoffentlich kommt einer, hoffentlich unterhält er mich. Ich lache, wenn es lustig ist. Ich applaudiere, wenn es fertig ist. Könnt ihr vergessen, ihr faulen Säcke. Profiteure, ihr Klimawandel-Sympathisanten. Sehr wahrscheinlich seid ihr alle mit dem ÖV gekommen, oder? Also ich merke, der eine oder andere wechselt von einem Arschbacken zum anderen. Es wird ein bisschen unangenehm. Gut. Bei den anderen, die stecken das gut weg. Das sind sehr wahrscheinlich Internauten. Und die Referate, die ich da so halte, die haben immer so etwas Aseptisches. So eine Distanz, so eine Neutralität, eine Technik, eine Sachlichkeit. Und eigentlich würde ich ja viel lieber über andere Dinge reden. Ich möchte mit euch eigentlich über Körpersäfte reden. Das ist viel spannender. Gut, jetzt kann ich nicht mit allen über Körpersäfte reden. Aber ich könnte vielleicht mit dir über dein Sexualleben reden. Ich fände das viel intimer. Wärst du dabei, Lars? Auf jeden Fall. Ich fände es wichtig, dass man ja, so ein bisschen näher kommt zueinander. Immer auf dieser Distanz miteinander zu kommunizieren und zu interagieren, nicht sehr befriedigend. Wie geht es euch jetzt? Gut, probieren wir noch einen letzten Teil. Wer hat sein Handy mit dabei? Der soll bitte aufstehen. Wer sein Handy mit dabei hat, möge bitte aufstehen. Möge es entsperren und in die Höhe halten. Und wer bereit ist, mir das Handy auszuhändigen, damit dass ich einmal ein bisschen schauen kann, was die letzten WhatsApp-Kommunikationen gewesen sind, dann würde ich mich freuen, weil das zeigt eine gewisse Offenheit. Wer ist nicht dabei, wer will das lieber nicht machen, setzt sich bitte wieder. Doch, einige wenige würden mitmachen. Herzlichen Dank, ihr dürft euch setzen. Natürlich werde ich nicht schauen, was ihr mit WhatsApp kommuniziert habt. Ich bin ja bei Swisscom, ich weiß das bereits. Gut. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe drei Begriffe eingeführt. Ich habe den Kommunikationsbegriff eingeführt, ich habe den Begriff der Nähe eingeführt
Und ich habe den Begriff des Vertrauens eingeführt. Und diese drei Begriffe möchte ich in den nächsten Minuten mit euch sprechen. Fangen wir mal an mit der Kommunikation. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kommunikation zu beschreiben. Die eine Möglichkeit, zum Beispiel das Eisbergmodell, da spricht man von einer Sachebene, von einer Emotionsebene oder einer Beziehungsebene. Dann gibt es Schulz von Thun und so weiter. Und da gibt es ein Modell, und das ist ein ganz einfaches, das will ich jetzt hier anwenden. Das geht aus von einem Absender, von einem Empfänger und von einer Botschaft. Und die Botschaft wird übermittelt über ein Medium, / über einen Modus. Modus könnt ihr euch vorstellen, die Sprache ist ein Modus, die geschriebene Sprache, die geschriebene Schrift ist ein Modus, das Video, das Bild sind weitere Modi. Und die Medien, die kennt ihr auch, das ist eine Zeitung, das ist ein Buch, das ist ein Magazin, das ist das Internet, das sind soziale Medien und so weiter. Und die nutzen dann eines oder mehrere von diesen Modi. So funktioniert Kommunikation. Wenn wir kommunizieren und wenn wir kommunizieren im Internet, funktioniert das grundsätzlich genau gleich. Das Internet hat einfach eine andere Auswahl an Instrumenten, die es uns zur Verfügung stellt, aber am Ende des Tages funktioniert immer alles genau gleich. Also wer sagt, dass das Internet etwas Neues ist, muss sich vielleicht ein bisschen zurückbesinnen. Wir nutzen das Internet nämlich in allererster Linie zum Kommunizieren. Und kommunizieren tun wir im Internet gleich wie in der Realität. Ich korrigiere diese Aussage dann später nochmal. Dann habe ich den Begriff der Nähe eingeführt. Da gibt es auch ein sehr, sehr eingängiges, dreischrittiges Modell. Es gibt die öffentliche Sphäre, es gibt die private Sphäre und es gibt die intime Sphäre. Auf welcher Sphäre wir uns befinden, definiert, wie intensiv die Beziehung ist oder was aus der Beziehung heraus erwachsen kann. Wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit eine Aussage tätige, dann kann die erstens mal von allen wahrgenommen werden und die kann natürlich auch von allen kommentiert werden. Entschuldigung. Das ist die Öffentlichkeit. Also jeder von euch weiß, wie Donald Trump zu Mexiko steht. Das ist eine öffentliche Meinung. Dann gibt es diese Privatheit. Das ist dann das, wo man meint oder tatsächlich kennt von jemandem Details, die eigentlich in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Also wer von mir zum Beispiel weiß, welchen Wein das ich mehr mag, der kennt mich auf einer privaten Sphäre. Wer von euch weiß, wie meine Fürze schmecken, riechen, Entschuldigung. Ah, jetzt wird es ein bisschen geschmacklos. Wer weiß, wie meine Fürze riechen, der muss definitiv in der Intimsphäre sein. Und jede Beziehung, die wir haben, ist entweder auf einer oder auf mehreren von diesen Beziehungen. Und lustig wird es dann, wenn der eine meint, man sei in der Intimsphäre, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Das ist dann eben der Moment, den ich gerade mit dir gespielt habe, mit dir über dein Sexualleben reden möchte, was mich jetzt definitiv überhaupt nichts angehen würde und du würdest auch nie bereit sein, das in der Öffentlichkeit so preiszugeben, wie ich dich interviewen würde, selbstredend. Es ist also wichtig, dass die beiden Gesprächspartner, die eine Beziehung haben, sich auch darüber bewusst sind, auf welcher Ebene dass sie sich bewegen. Wir werden das dann später nochmal sehen, wie wichtig das ist, dass dort eine Kongruenz bestehen muss. Und dann, der letzte Begriff, den ich eingeführt habe mit dem WhatsApp-Test, ist das Vertrauen. Wir vertrauen im Internet mehr als in der Realität, glaubt ihr. Wir setzen Vertrauen folgendermaßen auf. Vertrauen basiert auf Gleichheit. Tatjana hat es vorhin gesagt, wenn wir irgendwas finden, das in der anderen Person gleich ist, sich an mich erinnert, dann habe ich ein grundsätzliches Vertrauen. Erinnert euch mal an die letzten Ferien. Und ihr habt dort den Moment erlebt, dass in diesem Ferienresort, auf dem Campingplatz oder auf dem Boot, wo ihr gewesen seid, jemand auch Bernhard Ditsch geredet hat. Und dann passiert irgendwas. Plötzlich ist man dem ein bisschen näher als den ganzen anderen Deutschen. Oder Österreichern. Da passiert irgendwas. Wenn ich jetzt Berner höre, dann passiert bei mir genau gar nichts. Ich muss natürlich ein Walliser sein, das ist klar. Aber
Nur die Sprache reicht schon, dass ich eine Beziehung zu jemandem aufbaue, der mir eigentlich absolut fremd ist. Vertrauen basiert auf Bekanntheit. Und Beziehung kann nur entstehen, wenn Vertrauen da ist. So, das sind die drei Begriffe. Wenn wir diese drei Begriffe mal runternehmen auf das Internet, dann stellen wir fest, dass diese drei Begriffe im Internet, wie ich vorhin gesagt habe, genau gleich vorkommen. Wir haben auch dort ein Thema der Nähe, der verschiedenen Intimsphären. Wir haben dort das Thema des Vertrauens und wir haben das Thema der Kommunikation. Und ich habe auch gesagt, und das muss ich jetzt korrigieren, im Internet funktioniert Kommunikation, Vertrauen, Nähe genau gleich wie in der Realität. Erster Kritikpunkt. Gibt es eine Realität und eine Virtualität? Fragezeichen. Wenn ihr eure Kinder fragt, unterscheiden die zwischen Internetzeit und Freundeszeit nicht mehr. Für die ist das eins. Wenn wir uns hinterfragen, wie wir zum Beispiel zum Teil arbeiten, also die, die Dienstleistungstätigkeiten ausüben oder Wissenstätigkeiten ausüben, es gibt keinen Tag, an dem ihr nicht irgendwie mit dem Internet agiert. Alles fließt ineinander. Diese zwei Dinge zu trennen, ist eigentlich ein akademischer Versuch, der sehr wahrscheinlich misslingen wird. Da haben wir also eine große Kugel. Aber es gibt dennoch gewisse Unterschiede zwischen Kommunikation, Nähe und Vertrauen, wie sie in der Realität passiert und wie sie im Internet passiert. Das kann man sehr gut zeigen am Respekt. Schauen wir das mit dem Respekt ein bisschen genauer an. Es geht ja beim Respekt darum, dass ich das Gegenüber grundsätzlich wertschätze. Ich muss nicht der gleichen Meinung sein, aber ich müsste mein Leben dafür geben, dass er seine andere Meinung äußern kann. Diesen Spruch kennt ihr sicher. Respekt ist eine Grundfunktion, die in der Gesellschaft verankert ist und die ganz viele Bereiche in unserem täglichen Interagieren mit anderen Menschen bestimmt. Und wenn Respekt nicht da ist, dann passiert sehr viel, meistens Schlechtes. Schauen wir mal den Respekt auf der Kommunikationsebene an. Die Fäkalsprache im Internet ist sehr grassierend. Es gibt keinen 20-Minuten-Artikel, der nicht mindestens einmal mit einem Fäkalwort kommentiert wird. Gibt es nicht mehr. Irgendwo findet sich immer jemand, der irgendwas scheiße findet, irgendwas gefickt werden muss, irgendwas durch den Reißwolf gelassen werden muss. Es ist nicht mehr umgehbar. Die Leute, die das tun, die haben das früher auch gemacht. Nur haben wir es nur dann gehört, wenn wir im gleichen Restaurant waren und nicht weit weg vom Stammtisch waren. Heute mit dem Internet hören wir es viel mehr, viel öfter. Und deshalb haben wir auch das Gefühl, dass plötzlich die ganze Welt nur noch von Ficken und Arschloch und Scheiße spricht. Wenn wir Politikerinnen fragen, ob sie bereit wären, ein neues Amt anzunehmen, und diese Politikerin ist eher Mitte-Links politisierend und ist eben, wie gesagt, eine Frau, dann sollte sie das besser nicht tun. Wenn sie nicht bereit ist, sich jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat im Internet beleidigen zu lassen. In der Schweiz werden weibliche Politikerinnen doppelt so oft beleidigt wie Männer, wenn sie links sind. Wenn sie rechts sind, sind die Werte einigermaßen gleich. Also rechtspolitisierende Frauen und rechtspolitisierende Männer werden ungefähr gleich oft beleidigt, aber wenn man auf der linken Seite steht und dann noch keinen Schwanz hat, dann haben wir wirklich verloren. Wenn wir eine weitere Geschichte anschauen, das ist die mit der Empörung. Es hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugenommen, dass man sich über alles empören kann. Man kann sich wirklich über alles empören. Es ist eine richtige Empörungsmanie, die um sich greift. Also wenn ein Lehrer zum Beispiel ein Foto von sich nackt ins Internet stellt und seine Geschlechtsteile mit Bananen bedeckt, dann ist die halbe Schweiz empört.
Da seht ihr, das ist ein Beispiel. Oder wenn ein Ausländer eine kriminelle Tat macht, ins Gefängnis kommt, die Schuld absitzt, Sühne leistet und dann nochmal straffällig wird, mein Gott, wie der auf den Deckel kriegt. Die ganze Welt ist empört. Es geht extrem schnell. Oder wenn ich eben irgendwelche Kommentare bei 20 Minuten oder irgendeinem anderen Medium abgebe, dann sind immer auch sehr viele Leute empört. Empörung, der richtige Trend. Wieso? Weil es so verdammt einfach ist. Man kann so einfach mit 3 Klicks seiner Empörung Luft geben, der ganzen Welt sagen, dass man empört ist, dass man einer anderen Meinung ist. Und wieso funktioniert das? Und damit sind wir wieder beim Vertrauen. Es funktioniert, weil wir meinen oder vermeinen, dass wir anonym sind, dass wir anonym kommunizieren können. Das Internet ist anonym. Was ich im Internet tue, ist nicht das, was ich als Mensch in der Realität bin. Weit gefehlt. Tatsächlich ist es so, diese 2 Dinge miteinander zu verbinden. Es ist ja immer das gleiche Hirn, das hinten dran steht. Das Hirn, das hier auf der Bühne steht, ist das gleiche Hirn, das morgen bei Twitter irgendeinen Tweet absetzt. Es ist die gleiche Person. Es ist falsch zu meinen, dass man das trennen könnte. Aber dennoch bleibt dieses Vertrauen in den Leuten drin, dass man im Internet mehr darf als in der Realität. Was in der Realität bereits schon ein Straftatbestand ist, ein Rufmord ist, eine Verleumdung ist, eine Beleidigung ist, ist im Internet akzeptiert. Weshalb ist es akzeptiert? Weil wir uns wunderbar hinter der Entschuldigung verstecken können. Der andere hat euch. So einfach ist es. Wenn alle es tun, ist es nicht mehr so schlimm. Erinnert ihr euch, 1939 bis 1945? Und dann die Nähe. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist wichtig, dass wenn man über Nähe spricht und die Beziehung versucht, in diesen Nähesphären zu definieren, dass es sehr wichtig ist, dass man davon ausgeht, dass man auf der gleichen Ebene ist. Und wenn ich zum Beispiel eine Meinung einer Politikerin oder eines Politikers kommentiere, kritisiere, dann gehe ich mal erstens davon aus, dass das eine Person der öffentlichen Meinung ist, das heißt, der Öffentlichkeit ist. Das heißt, ich darf den kritisieren. Der ist ja ein öffentliches Institut, den kann man angreifen. Und weil er sich um Themen kümmert, die mich in jedem Alltag beschäftigen, mein Lohn, meine Arbeitssicherheit, meine Krankenkassenprämien und so weiter, der entscheidet das mit und stimmt das mit, kann ich sagen, das ist meine Privat- oder sogar Intimsphäre und deshalb kann ich ihm auf meiner Privat- und Intimsphäre aus dem Vokabular, aus diesen 2 Sphären, kann ich ihm Antwort geben. Dann kann ich ihn Idioten nennen und Grenzdebilen nennen und wie auch immer nennen. So funktioniert zum Teil der politische Diskurs, wenn er ins Internet versetzt wird. In der Realität funktioniert das Ganze nach anderen Prinzipien. Dort haben wir Werte und Haltungen, die wir eingeübt haben über Jahre und Jahrzehnte, über unsere Sozialisierung. Und im Internet gehen wir immer so ein bisschen davon aus, okay, das gilt da nicht, da kann man mehr machen. Also, die Nähe, das Vertrauen und die Art der Kommunikation, die Wortwahl, die Frechheit, auf welcher Ebene, dass ich mit jemandem kommunizieren und interagieren darf, und das Vertrauen. Das sind diese Begriffe, die zentral sind, die definieren, wie wir kommunizieren und wie wir eben im Internet Beziehungen aufbauen. Wenn ich euch frage, wem ihr vertraut, dann werden die meisten von euch antworten, ich vertraue den Menschen am meisten, die mir am nächsten sind. Den Menschen vertraue ich. Sehr wahrscheinlich ist die Nähe überhaupt über das Vertrauen definiert. Diese 2 Dinge hängen sehr stark miteinander zusammen. Wieso weiß denn Facebook, ob ihr eure Frau nächsten Monat betrügen werdet, bevor es eure Frau weiß? Habt ihr denn mehr Vertrauen in Mark Zuckerberg? Woher weiß der das? Wieso gebt ihr ihm so viele Informationen von euch preis, dass er eine solche Aussage machen kann, während
ihr eurer Frau davon nichts erzählt. Ja, die Argumentation ist ein bisschen brüchig. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir vertrauen Facebook und Mark Zuckerberg nicht. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das ein Schlitzohr ist. Oder Google. Wer kennt den Chef von Google? Also die Leute, die so viel über euch wissen, solltet ihr schon kennen. Wir vertrauen nicht Google. Wir vertrauen auch nicht Facebook. Wir vertrauen den Leuten, die Google und Facebook auch nutzen. Wenn der andere tut, dann darf ich doch euch. Weil ich auf Facebook alle meine Freunde sehe, gehe ich davon aus, dass alles in Ordnung ist. Genau so funktioniert das. Bei der Bank zum Beispiel. Ihr habt eine Bank eures Vertrauens, Privatbank nehme ich an. Und dieser Privatbank, der gibt ihr euer Geld zur Verwaltung. Und wenn ihr der Bank das Geld gebt, dann gebt ihr denen sicher auch eure Daten. Ist ja kein Problem. Und ihr macht E-Banking. Auf der Welt gibt es ca. 3,5 Milliarden aktive Internetnutzer. 773 Millionen Passwörter sind aktuell gehackt. Die kann man im Darknet kaufen. Kostet nicht mal so viel. 773 Millionen, also das ist vielleicht ein Viertel, ein Fünftel. Passwörter gemessen an den Usern. Und ihr vertraut dem Netz. Selber schuld. Eigentlich müssten wir sofort aufhören. Und damit komme ich zum Fazit und zum Schluss. Wir sollten eigentlich aufhören, das Internet zu nutzen. Das ist des Teufels, wir beleidigen uns nur noch, wir reden nur noch hässliche Wörter und meistens werden wir in unserer Intimität verletzt. Also lassen wir das besser. Falsch. Das Internet ist da, das Internet ist Realität und das Internet ermöglicht uns unendlich viele Dinge. Aber wir müssen lernen, mit dem Internet richtig zu kommunizieren. Wenn wir wollen, dass Beziehungen im Netz wertig sind, einen Mehrwert bieten, eine Langfristigkeit auch mit sich bringen, dann müssen wir lernen, wie diese Beziehungen im Netz auch gepflegt werden müssen. Wir müssen aufhören, uns zu verstecken hinter einer vermeintlichen Anonymität. Wir müssen hinstehen und unser Gesicht zu einer Aussage tun. Wir müssen nachverfolgbar sein, wir müssen glaubhaft und wahrhaftig sein. Wir müssen eine neue Definition von Vertrauen einführen. Wir müssen die Unternehmen dazu bringen und zwingen, dass sie unser Vertrauen wieder gewinnen. Weil wenn sie unser Vertrauen verlieren, verlieren sie auch. Aber einfach nicht heute. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass nicht alles im Internet gut ist. Was man in der Realität besser machen kann, soll in der Realität bleiben. Was im Internet einen Mehrwert bieten kann, darf im Internet sein. Jetzt weiß ich nicht, wie weit das wir mit den Beziehungen sind. Also mir geht es nicht schlecht, aber ich bin, glaube ich, auch der einzige Grund, der euch noch vom Apero abhält. Und wenn ich das nicht sofort korrigiere, ist, glaube ich, unsere Beziehung bachab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.